Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wird mal wieder ein Video kommen, was mir nicht ganz so einfach fallen wird. Ähnlich wie mein Fibromyalgie-Video, aber diesmal mehr so in die psychische Schiene. Und zwar möchte ich mich ganz herzlich bei dir entschuldigen für etwas, was ich in einem meiner letzten Videos gesagt habe, und zwar in meinem Kleider-Tag-Video. Und zwar habe ich da immer wieder ja darauf eingeredet, wie sehr ich mich doch dick fühle. Und da habe ich einen lieben Kommentar bekommen, so einen Hinweis darauf, dass es nicht nett von mir war, dass es halt für Frauen, die wirklich ein Gewichtsproblem haben, ein Schlag ins Gesicht ist. Und genau das wollte ich eigentlich nicht erreichen. Ich wollte keinen von euch irgendwie wehtun mit meinen eigenen Aussagen, mit meiner Selbstwahrnehmung. Es ist wirklich meine Selbstwahrnehmung alleine. Ich bekomme oft gesagt, so schlimm ist es ja gar nicht, guck mich doch mal an. Also wir nehmen uns alle ganz anders wahr, als es eigentlich von anderen Personen wahrgenommen wird. Also Außenwahrnehmung und Selbstwahrnehmung sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen will ich mich halt dafür entschuldigen, was ich da gesagt habe und was ich da mitunter vielleicht mit dir angerichtet habe, weil ich möchte nicht, dass du dich schlecht fühlst, nur weil ich meine Selbstwahrnehmung so sehr nach außen publiziere und damit vielleicht auch sage, man ist nicht okay, wenn man so wie ich ist oder sogar mehr ist. Und du bist so okay, wie du bist. Du bist so liebenswert, wie du bist. Ich bin wahrscheinlich auch so liebenswert, wie ich bin. Nur habe ich Probleme damit, das anzuerkennen und lasse es eigentlich gar nicht wirklich an mich ran, wenn jemand was Positives über mich sagt. Ich ziehe halt für mich selbst so das Negative an, also für mich gefühlt. Ich finde mich halt selbst nur negativ und ich will es nicht an dir, ich will es nicht an euch auslassen. Und deswegen will ich dir sagen, nimm's dir nicht zu Herzen, was ich da gesagt habe. Es war nicht auf dich und andere Personen gemünzt, die so ähnliche Figuren haben oder noch eine ganz andere Figur wie ich. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch sieht anders aus. Das ist auch gut so. Wir sind alle so toll, wie wir sind. Und deswegen wollte ich mich halt dafür entschuldigen. Es ist halt mein eigenes Problem, dass ich das aber dann so gesagt habe und vielleicht dir ein negatives Gefühl damit gegeben habe. Das wollte ich nicht und ich werde versuchen, das in Zukunft nicht mehr zu machen. Ich arbeite auch an mir selbst und das ist auch gut so, dass ich das mache. Und solltest du so ein ähnliches Problem haben mit dir selbst, dann arbeite auch daran. Man kann daran angehen und ja, die Außenwelt, die sagt uns halt immer wieder, wir sind nicht okay, so wie wir sind, dass wir aussehen sollen wie die ganzen Hollywood-Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das ist aber nicht die Realität. Es wird uns da was Falsches suggeriert. Alles wird gefotoshoppt. Jeder will sich nur von seiner besten Seite zeigen. Und klar hat jeder auch Seiten, die er an sich selbst nicht so mag. Ich glaube, selbst die Personen, die wir irgendwie häufig als perfekt sehen, die haben bestimmt auch einige Makel, die sie an sich selbst entfernen würden und vielleicht auch das nötige Geld haben. Aber das macht sie vielleicht auch nicht schöner. Es lässt sie vielleicht kurze Zeit sich besser fühlen und dann aber irgendwann taucht das in ihnen doch wieder auf, nur zeigt man es halt nicht, weil man möchte ja das perfekte Leben zeigen und suggerieren und alles andere, was da irgendwie hinausfällt, ist nicht perfekt, aber das stimmt nicht. Irgendwie ist das Unperfekte perfekt. Also lass dich nicht von meinen Worten in diesem alten Video, in Anführungszeichen alten Video, irgendwie triggern und ärgern. Nochmal in aller Förmlichkeit. Entschuldigung, ich hoffe, du hast dir das nicht so sehr, diesen Schuh angezogen. Vielleicht sehe ich mich irgendwann in Zukunft anders, als ich mich jetzt sehe. Du vielleicht auch, also dich selbst, wenn du auch irgendwie so ähnliche Probleme hast. Und ja, jeder hat irgendwas, woran er arbeiten kann und will. Das ist so eine meiner Baustellen. Aber jetzt genug meines Geschwätzes. Lass dich nicht von den angeblich perfekten Menschen in den ganzen Medien, sei es online oder im Fernsehen, irgendwie blenden. Sei wie du bist und fühl dich so wohl, wie du bist. Du kannst es auch schaffen, dass du dich besser fühlst. Ich bin dabei, es zu versuchen. Und ich hoffe, dir hat dieses Video vielleicht irgendwie ansatzweise helfen können, dich aufmuntern können und ich hoffe halt wirklich, dass ich dich überhaupt nicht mit dem verletzt habe, was ich halt in diesem Kleiderschrank-Video gesagt habe. Es sollte ja eigentlich nur um meine Klamotten gehen und nicht um meine innerlichen Probleme. Ich wollte die halt eigentlich nicht nach außen tragen, aber ich mach's halt immer wieder, ob ich will oder nicht.
Aber ich arbeite daran, versprochen. Und damit verabschiede ich mich jetzt schon wieder bei dir. Sollte dir dieses Video gefallen haben, kannst du mir das natürlich gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Du kannst mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema mal in die Kommentare schreiben. Mich würde interessieren, wie du darüber denkst. Lässt du dich von den Medien so beeinflussen oder geht das eher an dir vorbei oder hast du irgendwie deinen Mittelweg gefunden? Lass uns mal ein bisschen Body Positivity oder halt ein bisschen Positivität hier mal verströmen. Und solltest du mich immer noch mögen, kannst du hier natürlich an der Seite dir meine letzten beiden Videos ansehen und auf dieser Seite mich abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Das tut auch immer noch nicht weh und ist auch immer noch kostenlos. Ich wünsche dir bis zum nächsten Dienstag eine wundervolle Zeit. Mach es fein. Tschüss.